Ist doch lustig. Weil Ordensleute niemals alleine reisen dürfen, hocke ich hier mit einer ganzen Truppe auf dem Wagen. Mein Ordensbruder Johann Petzensteiner ist mit von der Partie, der Domherr Nikolaus von Amsdorf und der Edelmann Petrus von Sorven. Und ich sag euch was. Gut, dass ich Gesellschaft habe. Klar, der Reichsherold und seine Soldaten, die singen halt lieber derbe Lieder, als dass sie sich über Theologie unterhalten. Und so kann ich mit interessanten Menschen diskutieren, während wir von Dorf zu Dorf juckeln. Menschen, mit denen man sich gut unterhalten kann, die sind Gold wert. Das ist mir heute neu bewusst geworden. Gute Gespräche sind wie Nahrung. Also, gute Unterhaltung. Gott mit dir und lang lebe die Reformation!